Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute in Pongau. Wo sind wir denn genau? Wir sind heute in St. Johann und in Bischofshofen, also hintereinander natürlich, und nutzen die Chance, um uns mit Dingen zu beschäftigen, die viele irgendwo bewegen, nämlich Sicherheit von Elektroautos. Wir werden in eine Batterie hineinschauen, wo man normalerweise nicht hineinschauen kann, und werden uns auch ein bisschen beschäftigen, was ist denn beim E-Auto in einem Unfall oder in einem Brandfall an wichtigen Dingen zu tun. Wir sind heute also in Bischofshofen bei Hans Vierthaler. Hans, du hast also heute einen Patienten. Dem Patienten geht es nicht gut. Warum geht es ihm denn nicht gut? Wir haben heute die Möglichkeit, eine Operation am offenen Herzen darzustellen bzw. zu sorgen, einen Modultausch bei einem ID4, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es geht uns halt nicht nur darum, einen Modultausch also zu sehen, sondern wir wollen also das Thema Sicherheit vom E-Auto umfassend beleuchten und haben diesbezüglich eine Reihe von Experten also eingeladen. Dazu treffen unsere E-Profis Harry und Gary heute sogar Experten, die versucht haben, ein E-Auto anzuzünden und zu löschen. Wie schnell brennt die Batterie von einem Elektroauto wirklich und explodiert sie? Das sehen wir etwas später. Zuerst wollen wir uns ansehen, wie so eine Batterie von einem Elektroauto eigentlich aussieht, denn sehen kann man sie im Normalfall nicht. Die Hochvolttechniker von Hans bauen sie für uns aus und zeigen uns das Innenleben. Gary hat sich dafür einen absoluten Experten eingeladen, nämlich Robert Steinböck. Er ist Chef der Moon City in Salzburg, einer Institution, die sich für den VW-Konzern rein auf E-Mobilität konzentriert. So, jetzt haben wir also da dieses Batterie-Package schon mal runtergekommen. Und jetzt sieht man, da ist sehr viel drinnen. Wir haben ja schon einmal in einer Sendung ein bisschen erklärt, dass so eine Batterie aus Modulen besteht und die Module aus Zellen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Und dazu haben wir den Robert eingeladen, der sich da wirklich gut auskennt. Und erste Frage, Robert, einmal, weil es ganz wichtig ist, sehen wir da so an orangen Bauteilen eigentlich? Die Hochvolt-Verkabelung, mehr oder weniger die Verbindung der Batterie, sogenannt Plus- und Minuspole, sind hier sozusagen miteinander über Bügel und Leitungen verbunden und werden dann durchs Gehäuse nach außen geführt, sodass sie dann von außen wiederum an der Motorsteuerung oder am Motor angeschlossen werden können. Ja, das heißt ganz einfach gesagt, der Strom aus der Batterie kommt da außen und geht dann da oben quasi in Richtung des Elektromotors. Richtig. Und beim Laden kommt er natürlich über den umgekehrten Weg wieder herein. Rein. Ja. Jetzt haben wir viele, die sich mit E-Mobilität beschäftigen, aber die große Angst, ja, was ist, wenn so eine Batterie kaputt geht, ist das nicht sehr teuer in der Reparatur? Und wenn man so sieht, ist ja ein Riesenteil, das da drinnen ist. Wenn die Batterie kaputt geht, unter Anführungszeichen, muss man die immer komplett tauschen oder wie macht man das? Gerald, sagst du, jetzt ist das Ganze eine Batterie für dich, ja? Und diese Batterie besteht jetzt aus Modulen. Wenn was kaputt ist, wenn etwas gemessen wird, ein Fehler, dann wird eigentlich nur das Modul getauscht. Ja. Also das ist ein einzelnes Modul. Das hat hier in dem Fall ca. 30 Kilogramm, ist 50 cm mal 23 cm und ein bisschen, ich weiß nicht genau wie hoch, 13 cm glaube ich, hat eine Kapazität von ungefähr 7 Kilowattstunden, und diese Module werden getauscht. Ja. Das heißt also, wenn jemand sagt, er hat eine kaputte Batterie, dann ist das beileibe kein Totalschaden, wenn man immer die Angst hat, dass man das Auto wegschmeißen muss, sondern man tauscht ein Modul aus, das geht relativ schnell und ist auch relativ kosteneffizient im Vergleich zum ganzen Modul. Und damit, glaube ich, ist diese Angst in Wirklichkeit nicht begründet. Sie wäre auch nicht begründet, weil der Hersteller gibt ja eine Garantie von 8 Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometer. Das heißt, wenn jetzt ein Fehler auftritt, dann ist lästig, ist klar, man muss in die Werkstatt fahren, man hat das Auto vielleicht einen Tag nicht, aber grundsätzlich ist es von den Kosten überschaubar. Ja. Jetzt wollen wir natürlich die Chance nutzen, einmal in so ein Modul hineinzuschauen. Das geht normalerweise nämlich nicht, weil, wie du sagst, das wird eingeschickt und wird beim Hersteller entweder repariert oder entsorgt. Und jetzt haben wir heute die Möglichkeit, einmal in so ein Modul hineinzuschauen. Ja. Und die Chance wollen wir natürlich nutzen. Das
Sehr gern. Jetzt kann man ja so ein Modul, wenn es einmal getauscht werden möchte, live auch sehen. Also ich denke, wenn man mit dem Händler seines Vertrauens redet, ist so ein Blick aus der Entfernung sicherlich möglich, wie so ein Ding ausschaut. Aber spannend ist natürlich jetzt, was versteckt sich in diesem Modul? Und wir haben da jetzt einmal so ein Modul aus dem Gehäuse rausgenommen und schauen einmal in das Innerste der Batterie hinein. Also ein Anblick, den man als Normalverbraucher de facto nie kriegt. Und Robert, erklär uns einmal kurz, was sieht man denn, wenn man das Ding jetzt offen hat? Wir haben hier Pouchzellen. Jetzt sieht man tatsächlich da mal rein. Diese Pouchzellen, die hier quasi aufgeteilt sind, sind in einem Gehäuse verbaut, in einem Aluminiumblock. Den haben wir vorhin gesehen, das ist so ähnlich wie das, hat nur andere Abmessungen hier. Und das ist eine Zelle, die kennen wir alle. Jeder von uns hat ein Handy, würde ich jetzt sagen. Und in diesen Handys sind genau diese Zellen verbaut. Die sind, wie gesagt, das ist eine Batterie, die in einer Folie eingeschweißt ist. Wenn man das jetzt rausnehmen würde, kann man das auch leicht verbiegen. Und die sind hier verschalten. Es gibt verschiedene Schaltungsarten, damit man dann eben auf eine gewisse Spannung kommt. Ja. Also das ist ein Modul aus einem Audi e-tron. Und hier habe ich noch ein Modul aus dem Volkswagen Golf, aus dem e-Golf. Ja, wir haben hier, wie gesagt, nochmal die prismatische Zelle. Und wenn man sich das anschaut, wie die sind, wie die verbaut sind, dann drehen wir das ganz einfach um. Dann sieht man, dass die hier quasi 12 Stück sind in einem Modul hier. Ja, und die Module, so wie drüben, sind dann wieder untereinander verbunden und ergeben dann eben die Kapazität. Beim e-Golf, glaube ich, waren es 36 Kilowattstunden, die da verbaut waren. Bei einem e-tron, wo die Batterie draus sind, sind 95 Kilowattstunden. Und das ist, wie gesagt, jetzt der Aufbau, den man hier sieht. Was ich da ganz spannend finde an dem, ist das Thema, dass man sieht, dass diese beiden Module in Wirklichkeit fast faktisch gleich groß sind. Dieser e-Golf, den ja viele kennen, hat in Wirklichkeit die gleichen Anzahl von Module drinnen gehabt, hat allerdings von der Speicherkapazität, du hast gesagt, 36 Kilowattstunden gehabt. Richtig, ja. Und heute haben wir also bei knapp unter 100 Kilowattstunden, wenn wir es brutto hernehmen beim e-tron. Und das bei gleicher Größe, da sieht man also, wie sich in wenigen Jahren die Batteriekapazität doch sehr, sehr stark nach oben entwickelt hat. Ja. Frage an die Zuschauer, die ein bisschen rechnerisch ambitioniert sind. Wie lange könnte man ein Handy mit so einem Modul betreiben, ohne es laden zu müssen? Harry hat sich in der Zwischenzeit über andere Dinge Gedanken gemacht. Was passiert eigentlich, wenn ein E-Auto eine Panne oder gar einen Unfall hat? Das weiß Michael Kocher vom ÖMTC. Was macht ihr denn da? Also es kommt noch nicht mehr auf die Situation drauf an, was ist das jetzt für ein Einsatz, ist das ein Unfall, wo wir gerufen werden, wo nachher unsere Pannenfahrer hinfahren, die was alle HV2 ausgebildet sind, die was nachher auch die Spannungsfreiheit feststellen können bei den Autos und das einmal auf sicheren Hafen bringen, das Ganze, damit die Feuerwehr oder sonst eine Einsatzorganisation sicher arbeiten kann beim Auto. Elektrische Hochspannung ist lebensgefährlich, das ist klar und somit steht Sicherheit an erster Stelle. Bei Elektroautos ranken sich in diesem Umfeld aber auch viele Mythen. Brennen E-Autos leichter wie Verbrenner? Was macht die Feuerwehr? Also viele Fragen, die man sich da stellen kann. Und zudem haben wir heute einmal einen echten Spezialisten eingeladen, den Robert vom Landesfeuerwehrkommando. Ja, dass überhaupt es zu einem Brand kommt, da reden wir vom Verbrennungsdreieck, da wo wir eben drei Elemente brauchen, dass ein Brand sein kann. Und das ist einmal im brennbarer Stoff, dann eine entsprechende Wärme und ausreichend Sauerstoff. Also die drei Komponenten müssen einmal gegeben sein, dass es zu einem Brand kommen kann. Wenn es beim Verbrenner zu einem Unfall kommt oder auch zum technischen Defekt, dass irgendwo brennbare Flüssigkeit mit Hitze in Berührung kommt, dann brennt der natürlich dementsprechend. Beim Elektroauto ist die Sache ein bisschen anders. Da haben wir natürlich auch brennbare Materialien drinnen. Wir haben aber jetzt per se nicht die hohe Temperatur, die notwendig ist, um so einen Brand quasi entfachen zu können. Und wenn man sich fragt, wo kommt diese Temperatur her, dann kann es eigentlich nur eine Ursache haben. Und das ist irgendwo in dem Hochvoltsystem drinnen ein Kurzschluss. Aber wie leicht brennt so eine Batterie jetzt wirklich? Laut Mythos ja dauernd und sofort. Oder doch nicht? Der ÖMTC hat das gemeinsam mit der Feuerwehr in einem Experiment in unterschiedlichen Szenarien getestet. Zuerst wird eine Batteriezelle mit einer Bergeschere regelrecht zerschnitten. Das müsste doch sofort einen Kurzschluss auslösen und richtig stark brennen. Dieses Szenario soll einen schweren Unfall nachstellen. Aber während die Bergeschere immer weiter in den Akku hineinfährt, zeigt sich eine kleine Rauchwolke und dann nichts.
Erst bei einem zweiten Versuch, bei dem das Gehäuse regelrecht von der Bergeschere zerrissen wird, entsteht überhaupt ein Feuer. Die Flammen scheinen aber deutlich kleiner zu sein als erwartet. Wird die Batterie durch die Hitze jetzt explodieren? Nach einer kurzen Behandlung mit Wasser ist der Brand sogar gleich wieder gelöscht. Jetzt will es die Feuerwehr aber wirklich wissen. Der Akku muss doch zu einem richtig schlimmen Brand zu kriegen sein. Die Experten legen ein Batteriemodul, hier links im Bild, gemeinsam mit einem brennbaren Stoff rechts, auf ein altes Auto und versuchen es mit Flammen zu erhitzen. Anfangs brennt nur das Gehäuse leicht. Vielleicht brennt es ja besser, wenn man es umdreht. Auch hier nur eine kleine Stichflamme und das war's. Das gibt's doch nicht. Brennen Elektroautos etwa doch nicht so leicht? Es gibt vom Europäischen Verkehrsclub da eine ganz interessante Zahl und die heißt, auf 1 Milliarde gefahrenen Kilometer kommt man in etwa auf 90 Bränden mit Verbrennern und circa 3 Bränden mit E-Autos. Das ist eine Statistik, der man glauben kann oder nicht. Und damit einmal die Frage an den Robert, wie oft seid ihr denn mit brennenden E-Autos konfrontiert? Also in meinem Wirkungsbereich im Bezirk Bongau, soweit ich informiert bin, haben wir, glaube ich, noch in letzter Zeit, glaube ich, gar kein Fahrzeug gehabt, das wirklich in Flammen aufgegangen ist. Dennoch hört man in den Nachrichten immer wieder von brennenden Batterien von Fahrzeugen. Dieser Geschichte geht Harry in der Zwischenzeit mit Klaus Portenkirchner, dem Bezirksfeuerwehrkommandanten vom Pinzgau, nach. Klaus war jahrelang Brandermittler der Polizei und ist somit ein renommierter Experte für diese Fragen. Wenn du also jetzt berichtest, dass man also in verschiedensten Bereichen Elektromobilität, ob das also jetzt das Rad ist oder der Scooter ist oder das E-Auto, sind dort Fehlbedienungen der Menschen Ursachen, dass also jetzt also was nicht funktioniert oder dass also was daneben geht? Oder sind es letztendlich also Dinge, die in der Technik irgendwo liegen? Schwerwiegende Brände haben wir vor allem mit diesen Batterien von Modellautos, diese Lithium-Batterien, also die macht uns große Sorgen, weil die werden irgendwo geladen, auch von den Fahrrädern, die werden über den Keller geladen und dann haben wir die Kellerbrände, also haben wir massive Vorfälle. Das hat natürlich ganz massiv zugenommen, man wird die ganze Fahrzeugindustrie, vor allem Radfahrer, Mountainbikes, alles elektrisch betrieben wird. Das macht uns große Sorgen. Auf der Straße ist es so mit den Elektroautos, da muss ein Verursacher geben bei einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsunfall passiert ja nur, wenn ein Fehlverhalten ist. Sonst gibt es eigentlich auf der Straße, was jetzt Fahrzeuge betrifft, die ist eher, wie gesagt, fast nur im Bereich von Verkehrsunfällen zu finden. Wir geben also in unserer Sendung gerne Praxistipps. Was kannst du aus deiner Erfahrung heraus also uns mitgeben oder auch unseren Followern mitgeben? Was sollen sie also in der Praxis, wenn es also um Lithium-Ionen-Akkus geht, ganz wurscht für welchen Anwendungsfall, was sollen sie auf keinen Fall tun? Vor allem nicht im Keller, nicht irgendwo, wo was brennen kann. Man sollte aber in einen brandbeständigen Raum gehen. Das soll auch überwacht werden und man sollte nachschauen und nicht das anstecken und das 14 Tage lang nicht anschauen. Und ich glaube, da hätte man schon 90% der Fälle wären damit weg. Der schlechte Ruf von brennbaren Batterien kommt also von falsch behandelten Spielzeug- oder Sportgeräte-Akkus. Diese haben aber in Sachen Steuerung und Sicherheit mit einer E-Auto-Batterie kaum etwas zu tun. Wie wir bereits gelernt haben, brennen Elektroautos also wesentlich seltener als Verbrennerfahrzeuge. Aber was tut die Feuerwehr im Fall der Fälle? Wenn wir wissen, es ist Elektroauto, ist schon mal gut. Grundsätzlich wird bei uns angerufen, Notruf angesetzt und gesagt, da in der Gasse oder in deinem Ortsteil brennt irgendwo ein Fahrzeug, nachher müssen wir bei der Anfahrt mal erkunden, um was es sich überhaupt handelt. Sehen wir in dem Brandverlauf dann überhaupt schon als Elektrofahrzeug oder als vielleicht keins, stellt sich noch ein Sparhaus Elektroauto. Es gibt bei uns die Brandklassen A, B, C, D. Auto ist fest, die Brandklasse A. Unser Löschmittel ist zu 99,9% Wasser, haben wir am meisten mit. Da habe ich so im Kopf gehabt, was man früher gesagt hat, da kommt dann die Feuerwehr mit einem Container und da kommt das Auto rein und das wird geflutet und dann warten wir, bis das alles vorbei ist. Also in Wirklichkeit ist das mittlerweile ein bisschen anders. Bei einem Unfall hilft der Feuerwehr außerdem eine Rettungskarte sehr stark. Diese sollte jedes Auto am besten hinter der Sonnenblende des Fahrers haben. Sie zeigt den Kameraden, wo ein Auto gefährlich ist, weil dort zum Beispiel stromführende Teile liegen. Beziehungsweise wo es sicher ist und sie gefahrlos arbeiten und zum Beispiel schneiden können. Jetzt ist der Brand gelöscht und alles soweit einmal erledigt. Den Abtransport organisiert es aber dann nicht ihr.
Es wird so geschehen, dass das in erster Linie der Fahrzeughalter organisatorisch für das zuständig ist. Es ist ja nicht die Sache erledigt, wenn man das Fahrzeug irgendwo hinstellt, sondern da gehört es auch noch zu einer Nachbetrachtung des Fahrzeuges, sprich, das gehört auf einen Quarantäneplatz gestellt. Und da haben wir natürlich jetzt mit dem Hans Vierdaler einen kompetenten Ansprechpartner, weil er ist vielleicht einer, der dieses Fahrzeug dann abholt. Und da sind wir jetzt gespannt, was macht er mit dem Fahrzeug, wenn er das am Abstellwagen drauf hat. Hans hat dafür in den vergangenen Monaten einen eigenen Quarantäneplatz errichtet. In diesem können defekte E-Autos in sicherem Abstand zu anderen Autos abgestellt und überwacht werden. Unfall mit einem E-Auto, die Feuerwehr hat ihren Job gemacht, das heißt alle gerettet, das Auto soweit gesichert. Die transportieren das Auto allerdings natürlich nicht ab. Jetzt ist die Frage, wer transportiert das Auto jetzt ab und was passiert mit so einem E-Auto nach einem Unfall? Da kommen dann wir ins Spiel. Wir sind natürlich zertifizierter Schleppdienst und haben die passenden Fahrzeuge und auch die ausgebildeten Mitarbeiter, die wo sie berechtigt sind, die Fahrzeuge dann auch aufzuladen. Und die kommen dann da vor Ort her auf diesen im Hintergrund befindlichen Quarantäneplatz. Und da werden die Fahrzeuge dann von unserer Seite her überwacht mit Temperatursensoren. Sollte ein Akku zu reagieren beginnen rund um die Uhr, und das 7 Mal in der Woche, können wir das kontrollieren und dementsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir haben heute also gelernt. Die Speicherkapazität von Batterien hat sich in den vergangenen Jahren deutlich vervielfacht. Elektroautos brennen deutlich seltener als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und wenn es einmal brennt, dann kann ein E-Auto trotzdem wieder gelöscht werden.